So, und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VIII. Mein Name ist Scorpion Rage und wir werden gerade angegriffen von dem Galvanischen Garden mit Cypher in der Spitze anscheinend, als Truppenführer irgendwie. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, wie es dann jetzt weitergeht. Dann mal gucken. Also, ne? Wir sind gerade mit Cell und Irvan unterwegs. Rinoa ist abgestürzt und hängt dann ganz, ganz komisch an der Wand. Na egal. So, Score. Der Feind kommt aus dem Haupttor. Okay, dann gehen wir da mal hinterher. Hey, Score. Rinoa. Rinoa ist. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Hörst du mich, Score? Die Klassenräume werden angegriffen. Dort sind Schüler von der Unterstufe. Sie brauchen schleunigst Hilfe. Der Feind, er dreht bei. Squall, denk an Rinoa. Ich weiß, Rinoa ist aber nicht die einzigste, die in Gefahr ist. Finde ich aber nicht nett, Squall. Rinoa ist doch. Ich muss drei Gruppen bilden. Wer soll in meine Truppe? Selfie Quistis, Quistis Irvine, Irvine Selfie. Glaube, ich nehme Quistis Irvine, oder? Ja, denk schon. Selfie, du bleibst hier bei Schau. Okay. Quistis und Irvine kommen mit mir. Wir gehen zu den Klassenräumen. Und Cell, überleg dir, wie wir Rinoa retten können. Du holst sie auf jeden Fall da raus, okay? Yeah! Squall, schnell, zu den Klassenräumen im zweiten Stock. Der Feind kommt aus der Luft. Okay. Schnell zu den Klassenräumen im zweiten Stock. Und wir werden noch angegriffen. Sehr schön. Wieder ein Feind. Okay. Die werden auch immer stärker, habe ich das Gefühl, ne? Okay. Irvine ist noch nicht kräftig. Ich sollte vielleicht mal ab und zu mal jetzt wieder leveln gehen. Im Moment bleibt das ein bisschen auf der Strecke. Ja, das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Quiser hier, Gewittersturm und. Oh, 5918, okay. Ja, hat gereicht, das ist gut. Oh, ich bin sogar Level Up geworden, sehr schön. Drachenschuppen. Quiser Level Up, Brothers haben Level Up, okay. Schnellste in Klassenräumen mit zweiten Stock, ja. Okay. Auf zum zweiten Stock. Dann mal sehen, was abgeht, ey.
Okay. Beseitigt jeden hier. Wir waren beseitigt. Wie schrecklich. Verdammte Seeds. Okay. Das dürfte auch machen. Na, okay, es geht noch. Na, nee, wir waren jetzt nicht stark genug. Na gut. Na, das hilft bei mir nichts. Tut mir leid, Jungs. So, erstmal Shiva holen. Und Quisa holen. Okay. Dann hat sich Quisa erledigt. Sie kann nicht mehr zaubern. Ich werde verlangsamt, glaube ich. Okay. Dann da habe ich halt nur die Brüder. Über Medica lagern. Da bleibt mir leider nur der Angriff über. Okay. So, Shiva, Diamantenstaub. Okay. Ah, hat auf jeden Fall gereicht, das ist sehr gut. So, Urban Level Up, Küsse auch. Megapille, Phönixfeder, HE-Portion. Quisan Level Up, Syrian Brothers. Diablo beherrscht nun HP 40%, okay. Es ist gefährlich hier, geht er ins Lazarett. Gute Arbeit, bring die Kinder in Sicherheit. Ja. Okay, gehen wir. Squall, Squall, was ist jetzt schon wieder? Squall, sofort auf die Brücke. Dr. Kadowaki ist hier. Was will sie von mir? Okay. Falsche Tür. Diese Schweine stellen unseren Garten auf den Kopf. Ja. So, auf zum dritten Stock. Wie sieht's aus? Der erste und zweite Welle haben wir, glaube ich, stoppen können. Dafür sind die Schüler ziemlich kaputt. Noch eine Welle und... Und bei euch? Die Truppe am Haupttor hält sich zurück. Hält sich noch zurück, aber... Du meinst, länger geht's nicht mehr. Die von anderen Garden sind fast alle Profisoldaten. Wir haben nur Trainees, wie Squall schon sagte. Noch ein weiterer Angriff. War mein defensiver Plan ein Fehler, wenn wir von Anfang an angegriffen hätten? Cypher ist doch drüben bei denen. Du kannst nicht vor ihm weglaufen, stimmt's? Wenn du ein Macho sein willst, ist das die Gelegenheit. Überleg dir jetzige Situation. Du willst doch nicht etwa weglaufen. Ich werde nicht weglaufen. Niemals. Wenn wir angreifen, haben wir noch eine Chance. Das Problem ist, wir dringen wir in den anderen Garten ein.
Wie wär's, wenn wir den Garten rammen? Das können wir bestimmt rübersetzen. Nee, dann können wir bestimmt rübersetzen. Was der gegnerische Pilot gemacht hat, kann Nida schon lange. Dann ist alles klar. Was ist mit Renoir? Sieht nicht gut aus, Goal. Wir können nicht mehr in den Schulhof. Die haben eine Barrikade errichtet. Wir kommen nicht durch. Außer übers Dach oder aus der Luft. Anders kommt man nicht an Renoir ran. Renoir. Halt, Moment mal. Du hast sie gerade aufgegeben, oder? Ich habe eine Bitte. Du musst Renoir retten. Vielleicht gibt's wirklich keinen Ausweg, aber bist du nicht hundertprozentig davon überzeugt? Nee, bist du nicht hundertprozentig davon überzeugt bist, darfst du nichts unversucht lassen. Ich muss die Angriffstruppe. Es ist mir Schnuppe, was du gerade denkst. Tu es für sie, tu es bitte für Renoir. Wir mögen Renoir. Sie ist eine von uns. Renoir wird sich echt freuen. Dazu musst du sie erstmal rausholen. Ich kenne mich im Gabelianer Garten aus und kann euch führen. Wir halten dir den Weg frei. Wenn du da bist, starten wir den Angriff. Du hast noch einen Job zu erledigen, Squall. Was? Gib den Schülern Mut, du bist der Kommandant. Die anderen Schüler, ne, die anderen schauen zu dir auf. Hier spricht Squall. Wie fühlt ihr euch? Vermutlich könnt ihr euch kaum noch auf den Beinen halten. Aber hört mir zu, vereint eure Kräfte und helft mir. Die Zeit ist reif für den finalen Kampf. Bevor die gegnerischen Truppen kommen, müssen wir in den Garten eindringen. Wir werden sie jetzt deswegen rammen. Bereitet euch auf den Aufprall vor. Kümmert euch um die Unterschufler. Wenn der Weg frei ist, werden Irvine, Quistle, Sal und Selvi vorangehen. Wer noch Reserven hat, möge bitte den Stoßtrupp unterstützen. Die Seeds wurden erschaffen, um Hexe zu besiegen. Der Garden und die Seeds auszubilden, das heißt, wir erfüllen gerade unsere wahre Mission. Eine sehr schwere und harte Mission, aber ich will später nichts bereuen. Auch ihr sollt nichts unversucht lassen, euer Bestes zu geben. Bitte vereint eure verbleibenden Kräfte und helft mir. Gut so, das war sehr gut. Achtung, wir rammen sie. Yeah, wir sind auf feindlichem Gebiet. Seid ihr bereit? Jetzt gibt's eine Party. Für unseren Garten, für meine Freunde, für mich. Okay, kommt nur.
Mark ist. Er ist verschwunden. Bitte sucht ihn. Hilft nichts. Ach, das ist Mark, oder was? Wo läufst du denn hin? Alles okay? Ja. Vorne wartet ein Mädchen, der sich um die Unterschufler kümmert. Ja. Was jetzt? Sich umsehen, würde ich sagen. Den Schalter am Notausgang betätigen, ja, das ist richtig. Okay. Schlagabwehrtritt, okay. Wollen wir doch mal sehen. Wow. Der Kampf ist aber auch schon, ja, gut dabei. Na. Jetzt hat man nicht den Spezialschlag gesehen, okay. So, halt mal still jetzt. Tschüss. Weise Bescheid. Na, was ein Zufall. Los, lauf. Drüben müsste der Eingang vom Garten sein. Lauf nach links. Hier ist was los. Autschi. Okay. Score. Danke, dass du mich gerettet hast. Schon gut. Der Vertrag mit den Waldeulen besteht nach wie vor. Die anderen wollten es so. Außerdem habe ich dich zufällig entdeckt. Ja, das war reiner Zufall. Deshalb brauchst du mir nicht zu danken. Ich konnte da nicht einfach runterfallen. Ich habe etwas, das dir gehört, Squall. Ich konnte nicht einfach verschwinden, weil ich es dir zurückgeben muss. Dein Ring, Squall. Ich hatte ihn mir geborgt. Also, Sal. Das ist mein Lieblingsring. Ich will ihn irgendwann zurückhaben. Ein echt cooles Teil. Was ist das für ein Monster? Das ist kein Monster. Ein Fantasiegeschöpf, der Löwe. Er ist stark, ein edles und sehr mächtiges Tier. Edel und mächtig, genau wie du, Skorl. Wenn das so wäre. Dieser Löwe hat doch einen Namen. Klar. Greville? Das ist also sein Name. Ach ja, Cell wollte mir davon eine Nachahmung machen. Ich werde mich dann anstrengen, damit ich auch wie ein Löwe werde.
Aber wenn wir beide den gleichen Ring tragen, werden die anderen denken. Das hättest du wohl gern, was? Alle wollen, dass wir zusammen sind. Das merkt doch sogar ein Blinder mit einem Krückstock. Du willst das, nee, du willst wohl, dass alle denken, wir wären. Wo denkst du hin? Die anderen warten bestimmt schon. Du bleibst am besten hier. Komm jetzt, Renoir. Komm jetzt, Renoir. Ja, Sir. Komm jetzt, Squall. Renoir, schön dich zu sehen. Bist du okay? Die Hexe muss hier irgendwo sein. Niemand zieht doch jetzt den Schwanz ein. Unser Feind wartet auf uns. Vergesst einfach den Namen. Das Verhältnis zu ihm, die Umstände, vergesst einfach alles. Ich zumindest bin nicht so stark, dass ich an sowas denke, während ich kämpfe. Sie ist zum Feind geworden, weil sie den Kampf wollte. Wir haben uns ebenfalls dazu entschlossen, zu kämpfen. Wir hatten keine andere Wahl. Zumindest glaube, nein, hoffe ich, dass wir uns richtig entschieden haben. Was ist mit mir? Bin ich etwa derjenige, der unentschlossen ist? Wir sind so weit gekommen. Meine Sorgen wollt ihr nicht hören, oder? Und ob. Wir wollen wissen, was du gerade denkst, Squall. Wenn ihr es hören wollt, müsst ihr überleben. Auf geht's. Sehr schön. Dann speichere ich hier ab. Ja, dann haben wir jetzt Renoir gerettet. Den Krieg ein bisschen weiter vorangetrieben, diesmal auf die Seite von Ihnen. Jetzt sind wir gerade da und dann bin ich mal gespannt, was jetzt abgeht. Ja, ich denke, wir sind jetzt im Endkampf mit entweder mit Cypher oder der Hexe. Am besten mit der Hexe, damit das hier mal ein Ende hat. Aber da glaube ich nicht dran. Aber egal. Gut. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns zum nächsten Mal. Alles klar, mach's gut.